Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Tanzia hier bei Explorer LP und einem bevorstehenden Kampf, wo ich ja jetzt schon keinen Bock drauf habe. Ich zeig's dir mal kurz auf der Karte, da auf einer Insel und hinter dem dicken Mann da, da ist eine neue Waffe für uns drin, die unser Großvater für uns hinterlegt hat, um gegen den mächtigen Skelettkönig anzutreten, was ich denke, dann der finale Kampf des Spiels sein wird. Vorher müssen wir aber den da erledigen und den hatten wir ja in der vorletzten Folge schon mal. Da habe ich 20 Versuche gebraucht, um den zu erledigen. Okay, probieren wir es mal. Was? Freundlich? Marco, I'm the guardian of the staff. I'm waiting many years for your arrival. Okay. I'm entrusted with the task of a guardian, a magic artifact, staff, great power left here for, also er wacht hier über den Stab, den unser Großvater hinterlegt hat. Constructor, you see behind me. Before I can relinquish the staff to you, you must first prove that you did truly re. Okay. Wir müssen gegen ihn kämpfen. Nein, nein, nein! Och Mann, ich hasse das. Ich hasse das. Stunned. Was soll ich machen gegen den? Was soll ich machen gegen den? Was? Kann man sich nicht irgendwo verstecken? Ach, das resettet der Schweinepriester. Ups. War's das? Okay. Können wir den jetzt anlegen? Wo ist er? Das ist er. Oder? Ja. Den alten Stab hat er dann schon entsorgt. Mann, das Spiel ist schnell. Gut, dann, tschüss. Die sind ätzend, die sind echt ätzend. Und ich weiß nicht, wie man dem ausweichen soll, dem Stampfen. So, wir haben eine neue Waffe. Und yippie yay, Schweinebacke. So. Ich hoffe noch, unser Bötchen steht hier unten. Was ich gerne machen würde, ist, weil wir gerade hier sind, ein paar Krabbenpanzer. Wenn wir die denn auch hier kriegen. Ja. Weil die brauchen wir. Ich würde mir nämlich gerne einen Bärentrank machen. Ja, siehst du, Bärform. Den wollte ich. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Return to K in the Temple Ruins. Okay. Dann fahren wir mal mit Bötchen. Ist die Frage. Wir haben so viel noch nicht aufgedeckt. Das hier, das alles, kommt das alles noch? Ich denke mal, wir spielen so eine gekürzte Fassung des Spiels. Ich meine, die Entwickler hatten ja im Vorfeld gesagt, 95% der Karte, aber das ist ja mehr als 95%, was hier weg ist. Aber lassen wir uns überraschen, was noch passiert. Die Lagune. Ja, böse Schildkröte. Böse Schildkröte. So, hier hast du dein Bötchen wieder, Kollege. Kriege ich dann noch mein Gold wieder? Ja, können wir nochmal mit ihm quatschen. No. Okay.
So. Wir gehen nochmal eben zurück, machen Bärchentrank. Hier vorne direkt. Weil ich weiß nicht, was passiert. Ob wir jetzt wirklich schon auf den Boss treffen oder ob die Story noch weitergeht. Nur wenn wir auf den Boss treffen, möchte ich ein bisschen vorbereitet sein. Was ich nicht verstehe, dass wir... Die Schuhe. Price free. Warum kann man die nicht anziehen? Ist ein Questgegenstand, okay, aber... Eine Quest dafür haben wir ja nicht, oder? Die drei Turtles müssen wir erledigen. Da müssen wir nur die Beutel abgeben. Und da müssen wir Federn. Können wir Federn machen? Müssen wir nicht. Aber die Schuhe haben irgendwie keinen näheren Sinn. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir die vielleicht doch anziehen können. Sind wir Infight oder? Wir sind Infight. Ja. Jetzt aber nicht mehr, oder? Jetzt aber nicht mehr. So. Hier. Bierform. Make. So. Dann gehen wir zurück. Ich glaube, die ganzen Zombies um die sind jetzt auch wieder neu gespawnt. Aber nicht schlimm, wir machen das. Müssen wir ja dann auch. Gezwungenermaßen. Ich weiß gar nicht, wieso ich den Kram aufhebe. Brauchen wir sowieso nicht. Was haben wir jetzt hier? Kleine Heiltränke, Großheiltränke, Mana, Rack und... No Damage auf... Das macht mehr Schaden auf Gegner. So, Kane. Nö, doch. Respawn! Wie schön ich das hier hingestellt habe. So. Aber wir haben hier kein Totem. Bis jetzt zumindest noch keins gesehen. Kane. Ich hab die Waffe. Und nu. Du hast den Stab. Große Arbeit, Biopsin. Du musst jetzt einen Weg finden in den Tempel, in diesen Ruinen. Da ist eine. Verschlossene Courtyard Door blocking the way. Search the temporaries for the key. So you can reach the Great Volcano where the Skeleton King. Oh, good luck. Find the key. Mhm. Find the key. Was hier unten? Hä? Nee, da. Da oben. Oha. Ich würde aber gerne ein bisschen Mana recken. Und leben und so. Puh. Totem, Totem, Totem. Was sagt die Karte? Kein Totem. Das ist nicht nett. Geronimo.
Nein, nein, nein. Was? Was? Oh, jetzt haben wir wieder volles Leben, ne? Och nee. Das ist ein scheiß Speicherpunkt. Okay, dann nehmen wir jetzt nur die mit. Du. So geht's. Warum selber kämpfen, wenn man einen Totem hat? Achso, hä? Was? Return to Kane? Was? Haben wir den Schlüssel schon? Achso, wir haben die Quest nicht abgegeben. Ah, okay. So, jetzt. Ich hoffe, dass hier oben ein Totem ist. Ja. So. Ich glaube, wenn wir jetzt hier das Totem setzen. Wenn wir da dermaßen am Sack kriegen. Cool. So, das ist der Schlüssel. Oh Gott, wir müssen jetzt wirklich da hoch. Hier geht's nicht hoch, ne? Können wir hochglitschen? Überspringen? Oh, nein. Ja. Okay.
so lobe ich mir das. Und? Und? Danke. Ja, und du? Wie soll es durchgehen? Wie denn? Geht's nicht durch, da lang? Piu piu. Da passiert irgendwas. Was? Hä? Was sagt denn die Quest? Find the key to the courtyard at the top of the temple ruins. Hinter uns. Probieren. Da kommen wir gar nicht hoch. Nee, geht nicht. Hier geht's nicht durch. Ob er da irgendwas mit zu tun hat? Oh, hier sind noch mehr von denen. Puh. Ich will jetzt mal eben hier unten schauen, weil da haben wir ja eine Tür gesehen. Komm, hau. Okay. Was? Oh. Da unten ist eine Truhe, das ist da bestimmt der Schlüssel. Ich hab kein Mana. Kommt einer geschissen.
räume erstmal ein bisschen vorsichtig auf. Aber aus Versehen dann gleich die ganze Belegschaft hier haben. Mist, 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 Mist. Warte nur, bis der zurückkommt. Ist über die scheiß Magier. Geht der hin? Nee, der kommt. Puh. Haben wir jetzt hier noch was? Den noch. Okay. Ja, jetzt wird's lustig. Von der Seite hier an. Ouch, 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 ouch. Okay. Schieß. Schieß. Tot? Okay. So, jetzt sollte rein theoretisch hier ein Schlüssel drin sein. Ja. Da oben ist auch noch eine Kiste, habe ich gerade gesehen. Der Alchemist-Camp. Enchanter and a freak assassin involving a mate, Tanzia and Alchemist, the scam, nullify and claim enemy spell mana. Oh, guck mal, wir können mit. Achso. Okay. Dann, Hoppi Galoppi, müssen wir nochmal zurück. Ist da auch noch eine Kiste? Okay, gut, dann müssen wir nochmal zurück ins Dorf. Dann werden wir die anderen großen Gems noch einsetzen. Ich denke, das wird gegen den Boss nicht so eine ganz so schlechte Idee sein. Mal sehen, ob sie uns wirklich bis zum Dorf nachlaufen. Der Lagune. Ah ne, normalerweise sollte jetzt hier. Ist Ruhe, okay. Dann machen wir das eben noch schnell. Da hinten müssen wir hin. Tanzinated. Level 20. Dann können wir eigentlich auch dann die Tränke noch machen.
Am besten so viel wie möglich. So, rein da. Rein da. Das ist nur Mana, HP, Mana. Crit. Wir haben jetzt Artefakt. Nur die fetten Dinger dran. Lassen wir auch so. Okay. Bierform, nein. 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 The next ability you use will have 50% cooldown times of 5 minutes. Können wir nicht machen, da fehlen uns die Crips. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das bräuchten wir. Gut, Kinders, dann machen wir hier einen Cut und dann denke ich mal, wird es in der nächsten Folge in den finalen Kampf gehen. Ich bin mal gespannt. Ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao.